Das heißt, dass Mozart sehr ärmlich begraben worden ist, der große Mozart. Das ist eine dieser großen Legenden, die sich um seine Gestalt ranken und die bis auf den heutigen Tag im Grunde virulent geblieben sind, nicht zuletzt auch durch den Amadeus-Film befestigt. Im Grunde ist derjenige, der dieses in die Welt gesetzt hat und seitdem es auch eigentlich dadurch perpetuiert hat, ist der Mitbegründer der Salzburger Festspiele Paumgartner gewesen. Das Buch ist bereits in der ersten Auflage erschienen, 1927, sein Mozart-Buch. Und er bringt diese Fuß dabei vor allen Dingen auf einen Brief, der sich jetzt erst später als Fälschung herausgestellt hat. Das ist also ein sehr gut fingierter Brief, in dem Mozart überfließt von Selbstmitleid über seine eigene Armut und das Verkennen seines Genies. Inzwischen ist die neuere Forschung, vor allen Dingen in das Mozart-Buch von Braun-Behrens, zu ganz anderen Ergebnissen gekommen. Mozart ist nämlich alles andere als arm gestorben. Mozart ist durchaus ein gut bemittelter, finanziell ausgestatteter Mann gewesen, der den vergleichbar etwa ein Einkommen hatte eines damaligen kaiserlichen Hofsekretärs, das heißt in eine sehr gehobene Stellung für einen 30-Jährigen. Staatssekretär? Ja, das ist es nicht, aber er hatte immerhin ein Einkommen von fast, wenn man das umrechnet, die Gulden nach D-Mark etwa, den Kaufwert, sind es etwa 70.000 Mark, die er jährlich gehabt hat. Das heißt, nicht mitgerechnet sind die Einnahmen aus Verlagshonoraren und aus Konzertaufführungen. Also das Präsenten heißt, und so ist es. Geschenken von Sponsoren kommt. Die andere Quelle für diese Legende sind die vielen Schreiben, die er an seinen Logenbruder Puchberg, einen reichen Kaufmann, gerichtet hat, der ihm dann schließlich auch ein Darlehen von etwa 1.000 Gulden, das entspricht etwa heute 40.000 Mark, gegeben hat, die Mozart aber zurückgezahlt hat. Das wird unterschlagen bei der Sache. Puchberg ist übrigens selber arm gestorben, das sei hinzugefügt. Mozart hat also über Mittel verfügt und vor allen Dingen muss man bedenken, dass ihm bereits wenige Jahre vor seinem Tode die Stellung eines KK-Hofkompositeurs angeboten worden ist und die hat er auch angenommen mit einem Salär immerhin von 800 Gulden. Wenn man das einmal umrechnet, etwa 1 Gulden 40 Mark, kommt also ein beträchtliches Einkommen da zustande, ohne dass er zu irgendwelchen wesentlichen Gegenleistungen verpflichtet war. Die Begründung lautete damals schon, damit Mozart nicht von außerhalb Österreichs seinen Lebensunterhalt suchen muss. Er wurde abgeschirmt gegen die Angebote aus Amsterdam. Ja, also er hat im Grunde in den letzten Jahren, vor allem 1791 in seinem Todesjahr, gleich drei große Angebote gehabt. Er hat aus Amsterdam ein Angebot gehabt, das sich auf etwa 1.000 Gulden belief. Er sollte dort Werke komponieren, die ausschließlich Subskribenten gehören sollten. Und der ungarische Adel hat ihm ebenfalls angeboten, eine Leibrente von 1.000 Gulden. Und hinzu kommt als der Höhepunkt ein Angebot aus London in Höhe von 2.400 Gulden im Jahre 1791, mit der Auflage, nur ein halbes Jahr sich in London aufhalten zu müssen. Allerdings sollte er dort zwei Opern komponieren. Und wir wissen, dass Mozart damals bereits intensiv begonnen hat, Englisch zu lernen. Sodass er also durchaus ein Mann gewesen wäre, der über ganz erhebliches Einkommen verfügt hätte. Das ist so eine Zeit von Titus und Zauberflöte. Und man könnte sich vorstellen, dass er jetzt auf dem Londoner Markt quasi kommerziell geworden ist. Ja, ja, das ist der Fall. Und ich meine, er hat ja, das muss man noch hinzufügen, vom Magistrat der Stadt Wien damals eine Stellung angeboten bekommen, die dann erst nach seinem Tode überhaupt wirksam wurde, nämlich der Domkapellmeister mit einem Einkommen von 2.000 Gulden. Das heißt, ihm wurde also damals schon, weil er ein so anerkannter Mann war, als einzigem angeboten, dass er
schriftlich angeboten, vertraglich, dass er auf jeden Fall die Nachfolge des Domkapellmeisters annehmen Und dann soll. Gibt es doch diese Stelle in den Briefen des Grafen Rausumowski, in der er sagt, hier ist eine Unpässlichkeit dem Mozart passiert, wahrscheinlich Spiel, Katastrophe, hat er gezockt. Ja? Ja. Und dass er dem Fürsten Potjomkin, den Mozart anbietet. Das ist ein im Zeitraum etwa um 1798, 88, 89, die Zeit, in der Mozart in der Tat in einer Liquiditätskrise sich befand, wie ich das einmal bezeichnen möchte. Er hat damals, war seine Frau sehr krank und es war die Zeit, in der überhaupt eine allgemeine Wirtschaftskrise in Wien herrschte als Folge der Türkenkriege. Das ist die Zeit gewesen, in der dieser Vorschlag dann gekommen ist. Und das hätte gleich 20.000 Gulden pro Jahr und plus ein astronomischer Smaragde aus dem Ural und alle Nebengeschenken. Rasumowski ist ja natürlich derjenige gewesen, der sehr großer Musikkenner war, der ja für den auch Beethoven die drei großen Quartette der mittleren Periode, nämlich Opus 59, 1, 2 und 3, komponiert hat. Insofern ist hier ein Kenner gewesen, der auf jeden Fall das Genie Mozarts in seiner ganzen Tragweite überhaupt erkannt hat. Und Fürst Potjomkin, heimlicher Ehemann der Zarin, daheim getraut, so ist es, war ja ein unendlich reicher Mann. Ja, also das könnte natürlich zu einer ganzen Fülle von Fantasien führen. Mozart als Russe. Mozart als Russe, ja. Mozart eben auch als Engländer, Mozart auch als Niederländer und auch als Ungar, wenn Sie so wollen. Aber die eigentliche entscheidende Frage ist eigentlich, die zu diesem Armutstheorie geführt hat, sein Armenbegräbnis. Das ist eine der großen Legenden, die bis zum heutigen Tage fortbestehen, nämlich die Legende, dass er beerdigt worden ist. Bei Regen. Bei Regen, in der Dunkelheit, spät abends überhaupt erst, dass ihn niemand begleitet hat. Kein Grabstein, ein Massengrab, keine Lobreden, überhaupt kein Zeremoniell. Und man heute noch nicht weiß, wo er überhaupt begraben ist. Das heißt also auch außerhalb der Stadt, auf dem St. Marx-Friedhof. Und diese Legende ist im Grunde jetzt zerstört worden durch Braun Behrens, der in den Ende der 80er Jahre über Mozarts Jahre in Wien genauer recherchiert hat und herausbekommen hat, dass das Reglement der Beerdigung damals diktiert war durch eine Friedhofsordnung aus dem Jahre 1784 Josef II., der sich nach dieser Ordnung selber hat beerdigen lassen übrigens. Des Kaisers der Aufklärung. So ist es. Er ist ja erst 1790 gestorben, Mozart erst ein Jahr später, sodass dieses Reglement eines kalten Rationalismus noch gültig war. Leopold II. Als Nachfolger Josef II. Hatte ja alle Hände voll zu tun, diese Reformen, die ja vor allen Dingen die Pietätsgefühle der Untertanen grob Verletzten wieder rückgängig zu machen. Aber auch in vieler anderer Hinsicht sind ja die Reformen Josefs II. Durch Leopold II. Dann wieder rückgängig gemacht worden. Er ist der Sohn der Maria Theresia, nicht? Eine kurze Zeit lang auch Mitkaiser. Ja, also ist sein Bruder gewesen, Leopold II., nicht? Ach so, das ist wiederum sein Bruder? Ja, Josef II. Marie Bruder. Marie Antoinette, die französische Königin, die enthauptet wird, ist? Ja, das ist ja seine Schwester gewesen. Ja. Josef II. Ist der Mann, der ja auch nicht nur diesen kalten Rationalismus in der Friedhofsordnung geltend gemacht hat, sondern der erste Souverän, der sein Land genauestens hat vermessen lassen. Der also genau wissen wollte, wie groß sein Land ist und wie er, wo wer wohnt, sodass er also eine ganz genaue Aufklärung wollte über den Besitzstand seines Reiches. Und die Friedhofsordnung war im Grunde diktiert von den rationalistischen Überlegungen, zum einen die Verschwendungssucht einzudämmen und zum anderen aus Gründen der Hygiene. Und wenn ich jetzt vielleicht einmal diese Friedhofsordnung vorlese, wird das sofort deutlich werden, warum diese Gedanken die Priorität hatten gegenüber allen tradierten Überlegungen der Pietät. Da bei der Begrabung kein anderes Ansehen sein kann als die Verwesung,
so bald als möglich zu befördern und solcher nichts hinderlicher ist als die Eingrabung der Leichen in Totentruhen, so wird für gegenwärtig geboten, dass alle Leichen in einen leinernen Sack ganz bloß ohne Kleidungsstücke eingenäht, sodann in die Totentruhe gelegt und so in solchen auf den Todesacker gebracht werden. Soll bei diesen Kirchhöfen die bis dahin gebrachte Leiche aus der Truhe allemal herausgenommen und wie sie in den leinenen Sack eingenäht ist, in diese Grube gelegt, mit ungelöschtem Kalk überworfen, gleich mit Erde zugedeckt werden? Sollten zu gleicher Zeit mehrere Leichen ankommen, so können mehrere in die nämliche Grube gelegt werden. Soll den Anverwandten oder Freunden, welche der Nachwelt ein besonderes Denkmal der Liebe, der Hochachtung oder der Dankbarkeit für den Verstorbenen darstellen möchten, allerdings gestattet sein, diesen ihren Trieben zu folgen. Diese sind aber lediglich an dem Umfang der Mauer zu errichten, nicht aber auf dem Kirchhof zu setzen, um da keinen Platz zu benehmen. Das ist genauso bei diesen vielen Gräbern, die unterhalb der Stadt Wien, ja, so nicht, wo die Abwässer laufen, ja. Da wurden doch auch die Leichen gestapelt. Ja, es ging in der Tat darum, diese aus hygienischen Gründen diese Leichen auf jeden Fall zu entsorgen. Und das ist also eine ganz frühe Entsorgungspolitik gewesen, mit der Folge, dass die Friedhöfe in der Stadt geschlossen wurden und Mozart eben vom Stephansdom entfernt, etwa 4,5 Kilometer, auf dem St. Marx-Friedhof außerhalb der Stadtmauer beerdigt worden ist. Und so ist im Grunde auch Mozart, seine Beerdigung hat auch nach diesem Reglement stattgefunden. Die Freunde haben, durchaus Vermögende darunter, van Swieten und so weiter, haben dieses Begräbnis feiert, bezahlt, haben auch den Sarg finanziert damals. Ach, den und hatte er, also er ist nicht in einem Leinenhügel. Nein, das ist nicht. Und nicht mit gelöschtem Kalk. Nein, aber er ist natürlich rausgenommen worden aus diesem Sarg nach dieser Ordnung vom Totengräber und ist dann entweder am selben Abend noch oder erst am anderen Morgen, das wissen wir gar nicht, dann in diese Grube geworfen worden, weil nämlich erst ab 18 Uhr, und das Ganze war im Dezember, es war also große Dämmerung bereits, sind mehrere Leichen damals im Stephansdom angefallen, mit der Folge, dass nach der Totenfeier, die Freunde im Stephansdom die festlich war, durchaus. Ja, auch das Essen anschließend, aber jetzt wurde die Leiche in Betrieb gegeben. Sie wurde in Betrieb gegeben, sie wurde in einer Nebenkapelle zusammen mit anderen Leichen aufbewahrt. Das heißt, sie hatten keinen Zugriff auf die Leiche, sondern das gehörte jetzt nach dem Reglement in die öffentliche Ordnung. Vollzug. Und dieser Vollzug fand statt ab nach 18 Uhr überhaupt erst, wurde dann diese Leiche mit anderen zusammen in der Dunkelheit, in der offenbar sehr schlechtem Wetter in der Tat, zum Kärntner Tor gefahren und dort sind die Freunde umgekehrt, weil das Wetter sehr schlecht war und es völlig ungewiss war, ob nachts überhaupt der Totengräber diese Leiche noch gemeinsam in eine große Grube schüttet. So ist es. Und dieses hat dazu geführt, dass man eben gemeint hat, Mozart habe ein Armenbegräbnis bekommen. Das war das strenge Reglement, nachdem sich selbst das allgemeine, selbst für den Kaiser vorgesehene, auch für hohe Grafen, nicht andere. Josef II. Hat das selbst für sich verfügt, dass er einen völlig schmucklosen Holzsarg beerdigt werden soll. Ähnlich wie Friedrich der Große. So ist es. Ja, nicht? Ja. Also ja. Neben den Hunden, in einem Grab auf der Terrasse von Sanssouci. Hatte lange was geschrieben, und soll ein Mann mit einer Laterne vorangehen. Aber hat sich große Mühe gegeben, das zu beschreiben. Aber es ist extrem einfach wie für einen antiken Philosophen. Dieses hat er für sich gelten lassen und deshalb ist Mozart nach diesem Ritus auch begraben worden. Das ist also etwas, was bis auf den heutigen Tag nicht bekannt ist, wie auch die andere große Legende, dass er möglicherweise durch Salieri vergiftet worden ist. Auch hier ist ja in den 70er Jahren dieses Jahrhunderts, des vorigen Jahrhunderts, muss man jetzt sagen, durch James Carr aufgrund gründlicher Recherchen sehr stark
der Verdacht aufgekommen, dass es nicht Salieri gewesen ist, sondern jemand ganz anderes, nämlich ein hoher Beamter am kaiserlichen Hofe, nämlich Hofdemel, dessen Ehefrau die letzte Schülerin Mozarts gewesen ist. Und dieser Hofdemel ist jener Mann gewesen, der dann aus Eifersucht möglicherweise während der Monate, in der Mozart den Klavierunterricht erteilte in seinem eigenen Hause, in die Speisen Aqua Tofana hat einmischen lassen. Das ist also ein neapolitanisches Gift. Ein Gift, das überhaupt nicht mehr bekannt ist heute, von dem man aber weiß, dass es völlig geschmacklos und geruchlos gewesen ist und dass man es über längere Zeit eingenommen zum sicheren Tode führen konnte. Man konnte es in Speisen und in Getränke einfügen. Und wir wissen es, weil Necker aus Recherchen in den Archiven, kaiserlichen Archiven, herausgefunden hat, dass Hofdemel seine Frau hat ermorden wollen mit einem Rasiermesser aus Eifersucht und dann sich selbst ermordet hat, sich selbst einen Selbstmord begangen hat. Und dass die Frau Hofdemel, der übrigens das letzte Klavierkonzert gewidmet ist in D-Moll, dann außerhalb Wiens einen Sohn zur Welt gebracht hat mit Namen Amadeus. Das ist also auch eine dieser großen Legenden, die sich darum ranken. Diese ganzen, die aber diesmal etwas, eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Eine größere Wahrscheinlichkeit. Man hat die Wahrscheinlichkeit geprüft in Gestalt eines fiktional zusammengesetzten Geschworenengerichts in England. Und zwar in Brighton hat dieses Gericht getagt. Aufgrund der beigebrachten Indizien durch Carr, also der belastenden Archivmaterials, sind die zu einer einhelligen Verurteilung Hofdemels gekommen. So dass jede Jury, nicht, in diesem Sinne, dies für rechtens hielte. Auf jeden Fall ganz erhebliches belastendes Material vorliegt. Nicht? Das Buch ist nicht wenig, eigentlich kaum beachtet worden, weil es unter dem Allerweltstitel Konstanze veröffentlicht worden ist. Dabei ist das eigentliche Zentrum dieses Buches die Ergebnisse seiner jahrelangen Recherchen in den geheimen Archiven der österreichischen Hofkanzlei. Ist das wahnhafte Eifersucht dieses Kanzellarius gewesen? Oder kann es so sein, dass wenn sie ein Kind hat, namens Amadeus, ist ja eher anzunehmen, dass sie geliebt ist? Also die Vermutung wird von Karr natürlich geäußert und es muss so gewesen sein, dass sie selbst eben ihn wohl außerordentlich gemocht haben muss und er sie auch. Denn ein Klavierkonzert von der Qualität des D-Moll. Sie muss sehr schön gewesen sein. Kann man eine sehr faszinierende Person. Und diese Ermordung der Ehefrau ist nur verhindert worden, weil ein derartiges Geschrei dort im Hause ausgebrochen sein muss durch die Nachbarn, dass er dann dabei ertappt worden ist, bei diesem Versuch, seine Frau zu ermorden. Von Nachbarn gehindert. So ist es, ja. Und daraufhin tötete er sich selbst. Das ist dann zunächst auch in der Presse erschienen, ist dann aber sofort eingezogen worden. Es ist überhaupt nicht weiter veröffentlicht worden. Es gibt nur eine einzige ganz frühe Mozart-Publikation, die auf diese Sache hinweist, die dann eingestampft worden ist. Die ist also dann durch kaiserliche Order, weil es ein sehr hoher Hofbeamter gewesen ist, den Ruf des Hofes nicht zu beschädigen, hat man das dann unterdrückt. Also man muss dazu sagen, dass mit Sicherheit eine große Verehrung Mozarts sich vielleicht so ähnlich geäußert hätte wie damals 1809 beim Tod Haydns. Man hat ja Haydns Kopf heimlich aus dem Grab gestohlen und der Kopf lag noch bis 1954 bei den Freunden der Wiener Musik in Wien und ist erst dann überhaupt beerdigt worden. Das heißt, die Begeisterung für Mozart muss sicherlich sehr groß gewesen sein. Sie war übrigens auch ganz besonders groß bei Napoleon. Napoleon muss also erstaunlich musikalisch gewesen sein. Das weiß man gar nicht. Man denkt immer, der kann nur Militärmusik verstehen. Das reine Gegenteil ist der Fall. Er selber hat das Libretto entworfen für eine Oper mit dem Namen Cortes. Hat diese Oper von Spontini in Musik setzen lassen und hat sie dann aufführen lassen. Damals bei der Eroberung Spaniens hat er versucht, durch diese Oper eine
eine innerhalb der sich zu feiern als Eroberer von Mexiko, so als Sieger über die Barbaren, die Indios. Ja? Genau, und zwar in diesem Falle als Sieger über die barbarischen Zustände in Spanien. Er wollte also durch diese Oper eigentlich seinen Akt der Invasion in Spanien glorifizieren und im Grunde die Segnungen seiner aufgeklärten Reformen, der französischen Revolution in ein finsteres mittelalterliches Land zu bringen. Das war im Grunde. Nennt ja Spanien das Land der Westbarbaren. Wenn also die Russen im Osten schwer zu zähmen sind, dann sind es die Spanier im Westen noch weniger. Ja. Und Napoleon kommt hier ähnlich wie Josef II. In Österreich die Aufklärung direkt durchsetzen möchte, versucht er die Inquisition zu beseitigen, den Föderalismus zu beseitigen, alles auf einmal. Die Segnungen von Paris in die spanische Provinz zu tragen. Ja. Und das misslingt ihm fürchterlich. Und es misslingt ihm vor allen Dingen auch diese Oper, denn das hat bei der Aufführung in Paris einen furchtbaren Schiffbruch erlitten, weil nämlich diese Oper in eine stürmische Sympathiekundgebung des Publikums für Spanien sich äußerte, das heißt im Grunde gegen Napoleon sich gewendete. Sind von Napoleon ähnlich wie bei Mozart auch Räubereien an der Leiche gemacht worden? Das also so wie Mozarts Kopf, auch Mozarts Fuß ist ja gefunden worden. Ja, das ist richtig, während das Ganze nicht gefunden worden ist. Ist das bei Bonaparte auch der Fall gewesen? Ja, bei Bonaparte hat man ja sehr genaue Recherchen angestellt über die Frage, ob er nicht an Arsen vergiftet worden ist aufgrund der Arsenbehandlung der Tapeten. Das ist ja eine der neuesten Theorien, die auch für den Tod Beethovens jetzt in Anspruch genommen wird. Wobei hier allerdings es sich um eine Bleivergiftung handelt bei Beethoven. Man hat aufgrund einer genauen Analyse der Haare Beethovens festgestellt, dass er eine Bleivergiftung möglicherweise sehr hohen Grades hatte durch seinen sehr starken Fischgenuss aus der Donau. Und die Donau war damals schwer bleivergiftet, in der Tat. Also da spricht auf jeden Fall etwas dafür, dass hier eine sehr starke Belastung der Physis durch Blei stattgefunden hat. Während das Arsen, dass die Engländer Napoleon durch Arsen auf St. Helena umgebracht hätten, ist das auch erwiesen? Das ist eine der Theorien, die aufgebracht worden sind. Nach dem Obduktionsbefunden muss es wohl ein Nierenversagen gewesen sein, auch Magenprobleme müssen da gewesen sein. Ich persönlich glaube nicht, dass es eine Arsenvergiftung gewesen ist, aber es ist eine sehr hartnäckige Theorie, die immer wieder aufkommt von der großen Napoleon-Verehrer. Und wenn das heißt, damit der Tapete, wurden Tapeten mit Arsen befestigt, so wie Asbest sozusagen, die wurden gefärbt. Im Haus der Republik? Die Färbung der Tapeten war damals nur möglich durch Verwendung von sehr starken Arsenbeigaben.